Perfekt. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen 5-Minuten-Update. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, heute geht es ein bisschen um das Thema Lackieren bzw. um die News rund um den Kanal Mr. Handwerk. Mein Name ist Sebastian und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Hallihallo und herzlich willkommen nochmal. Ja, heute geht es etwas um das Thema Sprühdosen so ein bisschen. Ich hatte ja in den vergangenen Wochen ein, zwei Sachen rausgebracht und ich möchte euch eine tolle Sache oder eine Erfahrung nicht vorenthalten. Und zwar hat ja jede Sprühdose einen Sprühkopf. Und aus diesem Sprühkopf hier, also da hier ist ja das Ventil und in diesen Sprühkopf hier, da gelangt ja die Farbe, wisst ihr ja, und dann kommt die rausgesprüht, entweder kegelförmlich oder rund oder ganz groß und so weiter und so fort. Und viele Sprühköpfe haben die Möglichkeit oder die Eigenschaft, die haben hier vorne ein kleines gelbes Teil oder weiß, je nachdem, und ihr könnt das um 180 Grad drehen. Sprich, ihr könnt den Kegel könnt ihr drehen. Und das ist eine tolle Eigenschaft, wie ich finde, zum Lackieren. Und sei ehrlich, ich weiß nicht, wusstest du das, dass man das machen kann? Ich wusste es nicht. Ja, eine tolle Eigenschaft, die man auf jeden Fall sich merken sollte. 5-Minuten-Update, was bedeutet das? Wir reden ganz grob um den Kanal, was sich so letzten Monat, was in diesem Monat so alles passieren wird auf diesem Kanal. Es gibt News, es gibt Gewinnspiele, die wir auflösen, kommen wir gleich zu. Im letzten Update hatte ich, beziehungsweise ich werde das mal hier oben verlinken, da hatten wir so ein, zwei Sachen verlost gehabt. Unter anderem diesen Doppelschleifer hier. Und der Gewinner hat sich nicht gemeldet. Habe ich schon voll oft gehabt mit irgendwelchen Bohrkassetten, mit sonst irgendwas. Finde ich eigentlich schade. Ja, jetzt weiß ich nicht, soll ich das Ganze nochmal verlosen, soll ich es nicht, weil ich renne da immer Ewigkeiten hinterher. Unter anderem gibt es auch eine wunderschöne Mr. Handwerk-Tasse zu gewinnen. Hier auf den Kanal. Was müsst ihr machen? Einfach Hashtag Tasse oder Hashtag Mr. Handwerk-Tasse. Und einen Kommentar da lassen und mit etwas Glück bist du im nächsten Update dabei und siehst dann hier deinen Namen. Der Gewinner jetzt von dieser Tasse hier, von den beiden, den blende ich jetzt mal hier ein. Du hast 30 Tage Zeit bis zum nächsten Update, mir per E-Mail, E-Mail-Adresse findest du unten, in der Videobeschreibung verlinkt, deine deutsche Lieferanschrift mitzuteilen und die Farbe der Tasse. Bekommst du nicht zu kaufen, ist eigentlich ein ganz, ganz tolles Gimmick, hat nicht jeder zu Hause, ne, was ganz, ganz Besonderes. Ja, und jetzt bin ich halt überfragt, was mache ich mit diesem Kombischleifer oder Doppelschleifer? Wer den haben will, der schreibt es in die Kommentare. Mal gucken, vielleicht gebe ich den Gewinner nochmal nächstes Mal bekannt. Ansonsten lagere ich den erstmal ein. Ja, du hast es gehört, ich bin so ein bisschen enttäuscht, weil man macht sich halt die Mühe. Man denkt dann, jawohl, die Leute melden sich. Und dann kann man das Ganze losschicken und ich möchte es ja auch loswerden. Ne? So, der Gewinner zu der Mr. Handwerk-Tasse, beziehungsweise jeder Gewinner, der hier aufgezählt wird, kriegt natürlich eine Autogrammkarte von mir und einen Sticker. Gibt es auch nicht zu erwerben, verschenke ich leider auch nicht mehr. Also bekommst du nur, wenn du hier mitmachst. Ich hatte im letzten Update euch gefragt gehabt, ihr kennt ja bestimmt, das ist hier ein Lamello. Ja, Lamello, Flachdübel und das ist ein Dübel, ein Runddübel, 8 mm. Das ist hier ein 20er Lamello. Und ich hatte euch im Update gefragt gehabt, im letzten Video, was hält mehr aus? Welche Verbindungsart hält mehr aus? Und das ist natürlich so ein bisschen fragwürdig, weil es kommt ja darauf an, wie viel Dübel verwende ich, wie viel Lamellos verwende ich. Ist ja klar, wenn ich jetzt ein Lamello nehme und zwei Dübel, bin ich der Meinung, dass zwei oder drei Dübel mehr aushalten als so ein Flachlamello oder so eine Flachfeder oder Flachdübel. Aber rein weg ging es darum, ein Lamello, ein Dübel und ich bin der festen Überzeugung oder Meinung, dass ein Flachdübel mehr aushält als ein Dübel. Und es gab ganz, ganz viele Kommentare. Recht herzlichen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Und einen habe ich mir besonders rausgefischt. Das Kommentar, das blende ich euch mal hier jetzt ein. Und der hat das auch so grob beschrieben gehabt. Und ich hatte ja gesagt gehabt, derjenige, der das auflöst, beziehungsweise es gibt nicht wirklich so eine richtige Auflösung. Es kommt nämlich halt darauf an, wie viel Dübel, wie viel Lamello. Aber letztendlich bin ich der festen Meinung, dass der Lamello mehr aushält. Und deswegen möchte ich dir als kleines Dankeschön, dass du mitgemacht hast, dass du einen Kommentar geschrieben hast, möchte ich dir dieses tolle, beziehungsweise ich werde das jetzt nochmal bestellen, dieses tolle Streichmaß hier von Diktum dir schenken. Das hatte ich
im letzten Update geschenkt bekommen. Ich habe eine Amazon-Wunschliste und das hat mir der Dieter zukommen lassen. Und ich habe damit auch schon gearbeitet. Was habe ich gebaut? Diesen Relax-Stuhl, den zeige ich euch gleich nochmal, den habe ich damit gebaut und das Ganze möchte ich dir schenken. Vielen, vielen Dank für deine Teilnahme, für dein Mitmachen, für deinen Kommentar, wie du über die ganze Sache gedacht hast. So, das ist er hier, der Relax-Stuhl. Ups, ziemlich groß geraten, wie ich finde, aber man kann natürlich hier nochmal so ein paar Kissen machen, Sitzauflageflächen und natürlich kann man auch hier zu zweit sitzen. Ein ganz, ganz toller Gartenstuhl kannst du dir bauen. Kostenfaktor nur das Holz und Schrauben liegst über 50 Euro. Das Ganze kannst du auch mit einer Stichsäge nachbauen. Das Video dazu werde ich dir hier oben verlinken. Und ich hatte auch vor 2 oder 3 Monaten, hatte ich mit Steffi zusammen, da haben wir eine Sitzlounge gebaut. Das Video werde ich dir auch nochmal hier oben verlinken. Und ein Terrassen-Makeover und Mini-Teich und alles für den Garten. Darüber findest du mehrere Videos unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn du jetzt noch Lust hast im Herbstwetter, es ist ja leider, Spätsommer ist irgendwie weggefallen und der goldene Oktober, ich weiß nicht, ob der noch kommt. Ja, wenn nicht, fürs nächste Jahr. So, wir hatten im letzten Update, hatte ich an euch verlost gehabt mit der Firma Ruco zusammen. Die produzieren oder stellen Präzisionswerkzeuge her für die Metallbearbeitung, unter anderem Senker, Bohrer, Bohrmaschinen. Ganz, ganz viele Werkzeuge. Viele von euch kennen die wahrscheinlich, wer in der Industrie arbeitet oder im Handwerk, in der Metallbranche. Und mit der Firma Ruco zusammen habe ich diese drei, oder ich habe jetzt eins in der Hand, davon gibt es insgesamt 3 Stück Senkersätze verlost. Ganz, ganz tolle Sätze. Natürlich bekommst du dazu auch noch meine Autogrammkarte und einen Sticker. Und die 3 Gewinner blende ich jetzt hier nachhinein ein. Herzlichen Glückwunsch und ja, ich freue mich, euch den Gewinn sozusagen mitteilen zu dürfen. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei. Und wer jetzt sagt, oh Mist, ich gewinne nie was, der schau doch mal unten in der Videobeschreibung rein. Da gibt es den Instagram-Account von der Firma Ruco. Und in regelmäßigen Abständen bzw. unregelmäßigen Abständen auf jeden Fall folgen dort auch ab und zu mal ein Gewinnspiel. Mit etwas Glück machst du da einfach mal mit. Und ja, vielleicht gewinnst du dann auch so eine tolle Senkerset oder eine Bohrkassette oder. Ich kann euch sagen, ich bin wirklich sehr, sehr begeistert davon und das Werkzeug ist wirklich sehr, sehr gut und sehr, sehr scharf. Ich habe mich schon das einige Male daran geschnitten, nachdem ich das Werkzeug sauber gemacht habe mit einem Lappen oder so und dann zack, habe ich mich geschnitten und das habe ich bei anderen Werkzeugen noch nicht so gehabt. Genau, das war das Thema Relax-Stuhl. So. Ja, dann kommen wir zum Thema, so sieht das etwas besser aus, kommen wir zum Thema Stichsäge gleich nochmal, da habe ich 1, 2 Fragen an euch und zum Thema, ich habe ja, wo ich das Format 5-Minuten-Update ins Leben gerufen habe, habe ich eingeführt kurz danach Tool des Monats, ein besonderes Tool, ein besonderes Gimmick für die Werkstatt, was ich besonders toll finde. Und das habe ich jetzt die letzten Monate gar nicht mehr wirklich weitergeführt. Und ich möchte mal an euch wissen, fandet ihr das toll? Soll ich das weitermachen? Weil es gab so 1, 2 Kommentare, hey, wo ist denn das Tool des Monats? Und ich möchte mal von euch wissen, soll ich das wieder einführen? Dann überlege ich mir immer so besondere Werkzeuge oder Tools oder irgendwas Besonderes, was man unbedingt zu Hause in der Werkstatt haben sollte. Unter anderem hier so eine Stichsäge. Und ich weiß, dass ich ganz, ganz viele Zuschauer habe, die nicht so einen Maschinenpark haben wie ich jetzt. Es gibt natürlich welche, die haben einen größeren Maschinenpark, die haben ganze Hallen. Aber ich möchte mich mehr auf die Leute, also ihr wisst, meine Anleitungen sind immer recht einfach nachzubauen, ihr braucht wenig Werkzeug und ich habe mich dann so ein bisschen, ja, so ein bisschen in mich gegangen, habe ein bisschen überlegt und so und eigentlich meine ersten Werkzeuge waren Akkuschrauber und eine Stichsäge und ich möchte von euch mal wissen, was habt ihr alle schon mit einer Stichsäge gebaut, umgesetzt und was würdet ihr euch wünschen, was für eine Stichsäge
Ja, was ist ein Vorteil, was ist ein Nachteil bei einer Stichsäge? Das möchte ich mal von euch wissen. Also was ihr gebaut habt, was ihr schon damit umgesetzt habt, weil man kann da quasi damit mit einem Anschlag kann ich ja auch gerade Linien sägen und kann damit auch Möbelstücke bauen. Ja, und ich möchte euch halt wünschen, sagt ihr, ja, Vorteil, Nachteile, möchte ich mal davon wissen. Ja, ansonsten war es das eigentlich soweit von diesem Update hier. Ich hoffe, euch hat das Ganze hier gefallen. Ich glaube, recht kurz dieses Mal. Alle Infos, ne, Produkte, die du jetzt gesehen hast oder ich weiß nicht was, Videos und so weiter und so fort, findest du alles unten in der Videobeschreibung nochmal verlinkt. Und ich würde sagen, wir sehen uns am Freitag, da gibt es ein neues Video. Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß. Und ja, beim Werkeln natürlich. Und bis dahin, euer Mr. Einberg. Ciao. So, mein kleines Stichsäge. Ach so, und fleißig mitmachen, Tassen, ne? Tassen, Hashtag Tasse. Sonst,